Ja, hallo, liebe Reisefreunde. Ich sitze hier in meinem Pössl und wie das Thema schon sagt, da ist kein Haken dran. Ja, ich zeige euch mal die Teile, die ich jetzt hier vor mir liegen habe. Ja, also da, wo die Teile dran waren, das zeige ich euch gleich mal. Da ist mir nämlich ein kleines Missgeschick passiert. Ja, da waren die Teile mal dran. Und wie das passiert ist, erzähle ich euch gleich mal. Ja, es hatte ja mal schlechtes Wetter hier und ich war mit der Regenjacke draußen. Ja, da komme ich rein, Regenjacke natürlich pitschepatsche nass. Ja, dann habe ich die ins Bad gehängt. Da hingen dann schon zwei Handtücher an dem Haken. Ja, und dann habe ich die vielleicht zu lässig da drauf gehängt, die Jacke. Ja, und dann ist mir der Haken entgegengekommen. Ja, das hat mich ja letztendlich nicht gewundert, dass der Haken dann doch mal abgegangen ist. Ich zeige euch mal, wie der befestigt ist, mit was für Schrauben. Ja, schaut euch das mal an, diese kleinen Schrauben hier. Und dann haben die natürlich auch noch gespart. Haben sie noch zwei Schrauben eingespart. Da ist das natürlich kein Wunder, dass mir der Haken dann mal irgendwann entgegenkommt. Ich habe natürlich keinen Ersatz dabei, so kleine Schrauben mit noch so einem flachen Kopf. Muss ich mir mal irgendwie im Baumarkt besorgen. Und dann werde ich auch noch zwei Schrauben mehr da reindrehen. Und diese rausgebrochenen Schrauben werde ich dann einkleben. Und dann hält das wieder. Ja, das war es auch schon wieder mit meinem kleinen Video. Also aufgepasst, was ihr da an die Haken hängt. Und ja, allen Campern gute Fahrt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Arthur on Tour.